Guten Morgen. Ja, ich. Moment. Spiel doch weiter Diablo 4. Ich bin Level 24 Zauberer. Mal gucken, wie es weitergeht, ne? So, da sind wir doch. Da gehe ich doch direkt mal rein in das Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Nebenquests offen habe. Mal gucken, gucken, gucken. Ah ja, versiegelt die Tür. Ach so. Oh, nee. Also Korvala. Da ist Korvala. Okay, das war ja hier noch so ein Ding, ne? Warte mal. Ich habe doch einen Aspekt, habe ich doch verbraucht. Genau, den habe ich hier reingemacht. Ah ja. Nicht, dass ich vergesse, die Aspekte wieder rauszunehmen. Okay. So, was stand hier? Eissplitter. Eissplitter benutze ich aber gar nicht, glaube ich, ne? Nee. Sag mal, das war die Feuerwand. Hydra. Flammenschild. Ja. Frag mich, ob ich diese Basisfähigkeiten noch weiterentwickeln sollte oder nicht. So oft benutze ich die gar nicht, ne? Na egal. Okay, also dahin. Was haben wir hier noch für Dungeons? Druide, für Druiden geeignet. Druide, den haben wir schon. Barbar. Barbar. Ja, der wäre zwar interessant, aber Eissplitter benutze ich gar nicht. Okay, ich denke, ich reise hierhin und laufe dann dahin und dann dahin, also Menestad. Menestad ist meine Stadt. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Sidequests. Oh ja, hier gibt es noch Sidequests. Was gibt es denn hier noch? So Schmied? Hm, Nicolette? Was ist Nicolette?
Ach so, Waffenhändler. Ach Gott, oh Gott. Edelsteine, die das Licht einfangen. Seht sie euch an. Ja, wir sehen sie uns an. Ja, okay. Ach so, ich könnte ja auch mal... Wer ist er? Ist das der Schmied? Ich habe Augen in der Dunkelheit des Waldes gesehen, bevor ich in die Stadt kam. Leuchtende Augen. Ja, okay. Ich hatte noch nie so große Angst. Nee, das macht ja nichts. Ach so, hier rein. Ah. Ich wollte mal gucken, ob ich was aufwerten kann. Überragendes Leder fehlt mir doch. Und dieser Silberkram. Okay, gucken wir mal, was wir hier für Sidequests haben. Beruhigt euch, alter Mann. Was plagt euch? Eine Wahnsinnige mit einer Axt. Sie hat meine Ritter massakriert. Nein. Als wären sie wehrlose Kinder. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt, als geschehe es gegen ihren Willen. Die Axt schien sich von dem Blut zu nähren. Jemand muss ihr diese verfluchte Axt abnehmen. Die Stadtmiliz hat keine Chance. Ich mach das. Was bedeuten euch diese Ritter? Sie waren zugleich Beschützer und auch Beobachter, denen ich meine Arbeit anvertraute. Was ist geschehen? Unterschätzt. Sie nicht. Das beantwortet nicht meine Frage. Okay, hier. Besessene Besitztümer. Betretet den roten Keller. Ich bin gespannt, was in diesem roten Keller passiert. Okay, roter Keller. Hallo. Nicht ihr! Bleibt zurück! Hallo? Die hier flehte um Gnade. Jetzt labt sie sich an Menschenfleisch. Das war doch einfach eigentlich. Ist es getan? Was? Wer ist er denn? Die Bedrohung ist vorüber. Magdalena, beim Licht, wie konnte es dazu kommen? Ich brauche eure Hilfe. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen den Dämon aus der Klinge vertreiben. Erst dann kann sie zerstört werden. Wir treffen uns in den Felsen des üblen Windes. Mein Studierzimmer dort steht auf heiligem Boden. Es gibt keinen sichereren Ort, um die Beschwörung durchzuführen. Der Felsen des üblen Windes. Mhm. Hat da jemand gepupst? Was haben wir denn da für schöne Sachen? Ach so, auch roh. Ich dachte, die wären schon cooler. Das können die noch mal so... Mhm. Ja. Was hat Magdalena dazu bewogen? Die Holzfäller-Axt. Natürlich wusste ich, dass sie gefährlich ist. Aber von einem Scheusal besessen? Das hätte ich nie gedacht.
Über ein solch blasphemisches Artefakt gibt es wenig Wissen. Ich muss mein Arbeitszimmer aufsuchen, um meine Gedanken zu sammeln. Wer seid ihr? Ich bin Perrin, Meister des Verbotenen, offizieller Schriftgelehrter der Kirche. Meine Aufgabe besteht darin, den großen Feind in all seinen Formen zu studieren. Hm. Ich kannte Magdalena. Ich habe ihr in Nevis geholfen. Magdalena war jahrelang bei mir beschäftigt. Es schmerzt mich zutiefst zu wissen, was passiert ist. Wenn ein solches Artefakt in Nevis gefunden wurde, sorge ich dafür, dass die Stadt niedergebrannt und die Erde gesalzen wird. Wer weiß, welche garstigen Dinge sonst noch aus dieser Stadt entfleucht sind. Ja gut. Gut, Felsen des üblen Windes. Schauen wir doch mal. Da. Na, das ist ja auch in der Nähe von dem anderen Ding, ne? Das ist doch praktisch. Na, ich nehme doch nochmal direkt diese Quest hier mit. Was benötigt ihr? Eine meiner Abmachungen ging schief und ich wurde vom Raufbold Laskes für Schutz erpresst. Er hat sein Lager irgendwo beim Pass im Nordwesten aufgeschlagen. Bringt mir die Edelsteine zurück, die er gestohlen hat. Es wird sich für euch lohnen. Mhm. Edelsteine. Ich mag Edelsteine. Ach so, hier. Okay, dann können wir erstmal dahin und dann dahin. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas Cooles. Okay. Muss ich einfach nur der Straße folgen. Achso, Moment. Ich darf jetzt nochmal hier voll heilen. Achso. Ach, Aufwertung beim Alchemisten verfügbar. Das haben wir gar nicht gesehen. Ist hier einer? Da muss ich wohl wieder nach Kyurashat oder was? Naja, gut. Gucken wir erstmal, was hier los ist. Eigenes ist hier. Und wieder kein Mörder. Unangenehm, diese Typen. Ja, Ereignis, ja, andermal. Ich guck erstmal nach der Mission hier. Warum hakt's denn hier so ein bisschen? Oh, Gewanderung des Zirkels. Was ist denn Biss? Aha, eine bessere Rüstung, 10 Intelligenz. Widerstand gegen Gift auch. Ähnlich wie die ich habe. Ah ja, die nehmen wir. Ich muss nur den Stein daraus, den Schädel daraus nehmen.
müssen wir noch machen. Okay. Ach, da sind wir doch schon. So, Kollegen. Der Kaltherzige. Ich bin hier, um die Edelsteine von Meros zu holen. Meros hat euch geschickt? Dieser charakterlose Händler? Dafür wird er bezahlen. Was? Edelsteine sind da. Ja, das wäre auch nicht so schwer. War ja gut. Dann gehen wir doch kurz zu Menos zurück. Dann haben wir das erledigt. Der Knoter. Ach komm, was ist denn hier? Wo bist du denn? Ach, da. So. Miros! Ich bin mit eurem Lohn zurückgekehrt. Also, ist es vollbracht? Ausgezeichnet. Ich wusste, ich habe euch zu Recht vertraut. Na klar. Sicher habt ihr die Neuigkeiten schon gehört. Wir werden nicht durch die Hände von Geringen leiden. Unsere Stärke, unsere Macht, unser Schicksal ist es, über die Schwachen zu siegen. Mhm. Was kriege ich? Eine Kiste. Oberschädel. Ah ja, guck mal. Warte mal. Was könnte ich denn sonst noch reinmachen? Das ist eine Rüstung, also 1% Schadensreduktion, wenn ihr gestählt seid. Was auch immer dieses gestählt ist. 2% maximales Leben. Ja, das hatte ich ja hier auch drin. Oder 4% Reduktion von erlittenem Schaden über Zeit. Ja, ich mache auch das hier rein. Warte mal, ich gehe mal nach Kyovashat. Ich muss doch mal was gucken bei diesem Amulette-Typen. Denn drei Schädel brauche ich. 1, 2 und hier ist noch einer. So, warte mal. Seht. Ich sehe. Aber warte mal, jetzt frage ich mich, wenn ich hier in Rüstung 3% mit einem erhalte und hier auch einen reinmache, kriege ich doch nochmal 3%. Dann habe ich doch 6%. Aber wenn ich jetzt zusammenfasse, habe ich nur 3,5%.
Nee, komm, wir lassen das so. Was kann ich hier noch machen? Na, gucken wir doch mal. Okay, ich guck mal, dass ich das noch aufwerte. Und die Steine bringe ich mal in meine Truhe. Zum Schmied. So, du kannst mir erstmal... Ah ja, das hier auseinandernehmen. Und... das aufwerten. Unerwartet. Was ist denn Unerwartetes passiert? Okay. Vielleicht kann ich die Ringe ja noch aufwerten, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das Licht über euch wachen. Ja. Aufwerten. Nee, mir fehlt Silbererz. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. So, gehen wir doch wieder durchs Portal. Es hängt so ein bisschen, muss ich sagen. Halb so wild. So, jetzt sind wir hier zurück. Dann können wir uns jetzt der Mission hier widmen. Dann gehen wir am besten hier der Straße entlang. Die Straße entlang. Was ist mit ihm? Kann ich eigentlich mal kurz was gucken? Hätten wir jetzt? Nein! Nein, jetzt habe ich es unnötig verbraucht. Oh Mann. Das wollte ich drücken. Warte mal, wo war Kettenblitz nochmal? Hier. Das könnte ich eigentlich entwickeln, weil das benutze ich so gern. Teuflisches Folio. Es ist besser als das, was ich habe. Nee. Nö. Felsen des üblen Windes. Ist auch ein Ereignis.
Hm, die wollen mich da reinlocken. Wer seid ihr? Ja, schon wieder kein Mana. Oder sollen wir uns das Ereignis geben hier? Komm, vielleicht geht ja irgendwas Cooles da drin. Oh nein! Durchsucht die Kokons nach Dorfbewohnern. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Licht! Hab Gnade! Ihr seid ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Oh, ekelhaft. Nein, nein, nein! Seid vorsichtig! Ja, doch alles gut. Sorgt dafür, dass kein Dorfbewohner stirbt. Okay. Ich sammle doch erstmal alles ein hier. Alter. Was haben wir hier? Plus 13 Stärke, 1,5 Verringerung von Dauer von Kontrollbeeinträchtigung. Ja, ist jetzt nicht so viel besser. Plagende Maske. Lebensgeneration. Wenn ihr kürzlich einen Schaden erlitten habt, plus 5 alle Werte. Das ist gut, das gefällt mir. Plus die Dorn. Also das nehmen wir auf jeden Fall her. Ich müsste nur wieder entsockeln. Oh, hier ist noch eine Hose. Okay. Immer so ein Stress? Das ist ja unfassbar. Wir haben es geschafft. Beeilen wir uns, bevor wir unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Okay. Geheiligtes Arbeitszimmer. Gucken wir uns an.
Hier in meinem Arbeitszimmer wurde mir erlaubt, das Okkulte zu erforschen. Wenn wir diesen Dämon aus der Axt vertreiben können, lässt sie sich vielleicht zerstören. Ja. Nehmt die Holzfäller-Axt vom Tisch. Ja. Machen wir. Tisch. Ach, hier. Leg die Axt in das Weihwasser. Wer weiß, was der Dämon tut, sobald wir beginnen. Himmlischer Vater Inarius! Ja. Lass uns den Dämon in unserer Mitte austreiben! Gewähre uns deine Gunst! Ach du heilige Scheiße! Das Vollsalz zurück in den Schlund der Hölle! Bitte, Vater aller Väter, schenke uns dein heiliges Licht! Zerstört die Axt! Was? Ja. Hey, was ist denn jetzt hier los? Kurzer Alarm am Handy. Okay, was habe ich da eingesammelt noch? Was ist das hier? Ja, aber das ist besser. Wir haben es geschafft. Die Axt ist zerstört. Ich weiß nicht, was aus den Seelen ihrer Opfer wurde. Wir können nur beten, dass sie das Licht gefunden haben. Stufe 25. Trübe Kristalle. Wo habe ich denn jetzt diesen trüben Kristall? Oder ist das was für hier? Für hier meine ich. Ach ja. Ach, die Dinger sind es. Okay. Also, ich habe ja gesagt, ich wollte den Dings, den Kettenblitz entwickeln. Das könnte ich machen. Was gab's denn hier eigentlich? Das ist natürlich auch gut mit der Mana-Generation. Wir Gegnern für jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu. Alle eine Sekunde werdet ihr für jeden brennenden Gegner in der Nähe um 0,3% eures maximalen Lebens 1,3 geheilt. Bei Bossen ist die Heilung erhöht. Ah, okay. Von den Fähigkeiten kann man nur eine nehmen. Auch interessant. Das sind diese krassen Dinger. Ich mach mal Folgendes. Oh, ich gehe jetzt mal auf den Kettenblitz hier. So, dann nehme ich aber vom Ostblitz einen weg. Und
Weil das benutze ich sowieso kaum. Eisklingen. Oh, habe ich noch gar nicht gelernt, habe ich aber schon auf Rang 2 durch Gegenstände. Okay. Habe ich das schon entwickelt? Ja. Hiervon habe ich gar nichts. Eure Pyro-Fähigkeiten versuchen 3% mehr Schaden, solange ihr gesund seid. Ihr fügt brennenden Gegnern 10% mehr kritischen Trefferschaden zu, wenn sie außerdem bewegungsunfähig sind. Erhöht sich dieser Bonus auf 25%. Eure Pyromanie-Fertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 5%, Gegner 2 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. Diese Chance verdoppelt sich, solange ihr gesund seid. Ach, das ist so schwierig hier, sich da was auszusuchen. Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 5% die Abklingzeit. Also, ich denke... Was ist das hier? Glückstreffer, was war nochmal Glückstreffer? Was ist jetzt Glückstreffer? Widerstand. Man weiß es nicht genau. Ach hier, guck mal, Glückstreffer. Kritische Treffer verfügen über eine Chance von bis zu 5% die Abklingzeit eurer defensiven Fertigkeiten abzuschließen. Kann nur einmal alle 10 Sekunden auftreten. Ihr verursacht 6% mehr Schaden, aber erleidet 3% mehr Schaden. Ja, das ist kaputt.
Also das ist schon mal nicht so verkehrt, glaube ich. Hier die Richtung zu gehen. Was war hier? Warte mal, das habe ich ja jetzt. Wenn ihr einen brennenden Gegner tötet, erhaltet ihr 3 Sekunden lang 10% mehr Mana-Generation. Wenn ihr 1,5 Sekunden lang stillsteht, kosten eure Pyromanie-Fähigkeiten 5% weniger Mana. Ihr fügt Gegnern für jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu. Wenn ihr Gegner mit Schockfertigkeiten trefft, erhöht sich eure kritische Trefferchance um 1%. Was gibt's da noch? Gegner verursachen 5 Sekunden lang 5% weniger Schaden, nachdem sie von euren Schockfertigkeiten kritisch getroffen wurden. Oh. Kritische Treffer mit Schockfähigkeiten erhöhen eure Bewegungsgeschwindigkeit. Schockfertigkeiten verfügen über eine Chance von 3%, Gegner 3 Sekunden lang zu betäuben. Ihr könnt keine... Was? Ach so, weil ich hier ja noch voll entwickelt. Ja, aber ein Rang könnte ich doch nehmen, oder nicht? Oder habe ich das durch Gegenstände... Wenn sie erforderlich sind, um eine Knotengruppe vorzunehmen. Ah, okay. Nicht mal ein Rang runter? Erhaltet 5 Sekunden lang. Okay. Das kann ich auch nicht wegnehmen. Ach was. Krass. Na gut. Na gut, dann ist es wohl so. Okay. Genug damit Zeit verschwendet. So, wo müssen wir hin? Nirgendwo? Ja, jetzt könnte ich direkt hier rüber, aber jetzt habe ich doch ein paar Sachen gefunden. Das würde ich doch gerne mal hier... Dingsy-Dongsen. Ich gehe mal nach Kyogashat. Ach so, durch das Portal komme ich doch wieder genau hierhin zurück, oder? Ich glaube ja. So, das entsockeln wir mal. Ups.
Nimm entsockeln. So, dann packen wir das da rein. Rüsten das auf. Oh. Rüstet in jedem Platz einen Gegenstand, der. Ach so. Der irgendwas. Was auch immer. Okay. Gut. So, jetzt könnte ich den Rest ja, gehen wir mal zum Schmied. Schmied, ich habe hier was für dich. Wir brauchen noch so Materialien. Ließ sich gut zerlegen. So, aufwerten, gucken wir auch direkt. Aber jetzt fehlt mir doch schon wieder überragendes Leder. Fehlte mir hier. Silber immer noch. Okay, jetzt gehen wir mal zum Dings hier, wie heißt's? Zum Hotel. Oder was es ist. So, das packen wir da rein. Jetzt will ich doch mal kurz hier kleiderschrankmäßig gucken. Kann man das nicht irgendwie schöner machen? Das sieht so ein bisschen kacke aus. Machen wir es erstmal so. Oder ich lasse erstmal dieses goldene Ding. Mal gucken, haben wir hier vielleicht noch was Schöneres? Hm, auch nicht schlecht mit so einem Umhang. Der russische Zauberer. Ich glaube, das mit dem Umhang nehme ich, das finde ich doch ganz cool für einen Zauberer. Ja, der Umhang ist es. So, dann gucken wir noch mal hier. Ich denke, das nehme ich. So, das Röckchen hier. Sieht irgendwie aus wie so ein römischer, wie sagt man da, wie heißen die denn? So ein Kämpfer.
Der Rock ist kacke. Nee. Also der vielleicht. Oder was gab's hier noch so? Ich nehme den. So, Schuhe sieht man sowieso nicht. Oh, warte mal. Geh mal hier, dann sieht man die Schuhe. Das für die. So Clownsstiefel hier. Ich glaube, ich nehme die. So, das ist unser Look. Okay. Hatte ich noch was? Nee. Ach so, genau, dieser Alchemist. Alchemist wollte ich doch noch, genau. Okkultist. Wie ist denn dieser Alchemist? Ah, Alchemist. Nur es hakt ein bisschen. Wenn ihr die Zutaten habt, braue ich euch was. Heilt sofort 80 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden 35% eures maximalen Lebens. So, was brauche ich denn hierfür? Spielerstufe 30 brauche ich und zermahlene Tierknochen mehr. Okay. Was können wir denn hier überhaupt herstellen? Was für Dinger? Oh Gott. Das Elixier des Schmetterns erhöht 30 Minuten lang den Überwältigungsschaden. Angriffsgeschwindigkeit. Blitzwiderstand. Widerstand. Giftwiderstand. Kältewiderstand. Schattenwiderstand. Erhöht die Ausweichchance und die Erfahrung. Erhöht die Rüstung um 50, Dornen um 25 und Erfahrung um 5, okay. Ja komm, mach mal so ein Ding. So, wie viel Obolus habe ich eigentlich? 45. Mal gucken, ob der was Gutes am Start hat hier. Was könnten wir denn gebrauchen? Ein Zauberstab vielleicht, aber da fehlt mir noch was. Dann behalte ich noch. Bis zum nächsten Mal. Jo. Gut. Gehen wir doch mal zurück zur Mission. Oh, da ist auch was. Blick in den Wahnsinn. Ach so, warte mal. Ich wollte doch hier auch noch was gucken.
Gab es doch noch irgendwo diesen... Ach, hier Belohnungen, genau das meine ich, aber habe ich gerade nicht, okay. Gut. Also versiegelte Tür. Es ist doch hell. So. Hier lang, dann kommen wir dahin. Ich habe auf euch gewartet. Wer denn? Wer hat hier gewartet? Warte mal kurz. Will man mal was gucken? Das machen wir mal an. Vielleicht ist es dann nicht so abgehackt. Das tiefe Weiß. Oh, das ist wieder. Versiegelte Exorzistentruhe. Was ist das? Eine magisch versiegelte Kiste. Eine Gravur lautet: Nehmt die Seelen der ruhelosen Toten und gebt ihnen im Gegenzug Frieden. Hm. So ein quasi. Ein. Eine andere Quest. Sammelt Geister, Anima von den Untoten. Okay. Das werden wir machen. Oha. Hm. Ist gar nicht schlecht. Hat einen Punkt mehr Geschicklichkeit. Ich glaube, die werde ich nehmen. Aber... Warte mal, was ist hier? Geschicklichkeit nochmal. Erhöht die kritische Trefferchance. Ah ja. Oh. Das nehmen wir noch vorne mit. Silbererz, wir brauchen das. Ja.
Okay. Falsche Taste, ich bin auch ein Idiot. Exorzistentruhe. Dass er das nicht anzeigt in diesem Ding hier direkt. Na gut. Was leuchtet denn hier? Oh, ein eigenes. Ja. Oh, den habe ich übersehen. Wo ist jetzt diese versiegelte Tür? Ah. Die versiegelte das Tür. Das ist es. Das war's. Wir lassen uns nicht einsperren. Nein? Okay. Wir haben einen rohen Schädel. Ah. Perfekt. Das war's. So, ich muss noch ein bisschen was von diesem Geister-Anima sammeln. So ein Ding, oder? Es ist getan. Oh, ein Saphir. Okay, es ist getan. Da will ich noch so ein Ding hier, aber ohne Socke. Plus ein Rang für Eisling. Dieser Eisling. Blitzspeer. Benutze ich beides nicht.
Hat zwar mehr Rüstung, aber mein Ding gefällt mir besser. Wer schießt denn jetzt hier auf mich? Okay, Nebenquests erledigt. Ups. So, jetzt muss ich da hin. Nach Korvala. Na gut. Hier kann man wahrscheinlich durch. Vermute ich mal. Richtung. So. Mal gucken. Was war das? Sportlich. Hier ist auch eine eigene. Oh, was ist da? Totenbeschwörer Dungeon. Okay. Na, immerhin. Was war das? Das nötige Mana. Da war gerade so ein komisches Symbol. So eine Eisflocke hier. Habe ich jetzt gerade aber nicht kommen sehen. Colin Hulle, der Vielfältige.
Der war wirklich vielfältig. Okay, wir gehen erstmal hier nach Kobala. Das gibt's ja gar nicht. Nennt euer Begehr. Ich, Mutter Oberin Prava, ja, genau, erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten, habt hart gearbeitet und gekämpft und getrunken. Brüder, Schwestern, ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Ja. Vigo, was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Ja. Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Okay. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Halt! Sie erwartet uns. Ja, viel Glück. Jo. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo, ihr meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. 100%. Ich brauche einen göttlichen Segen, um Lilith zu jagen. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Ich läutere doch. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Eine Karte von Estua mit zahlreichen roten Markierungen und Pfeilen, die alle auf die sagenumwobene Stadt Caldeum zeigen. Okay. Wo muss ich hin? Das war hier Tötenbeschwörer. Und hier die Pilgerreise. Gibt's hier nicht irgendwelche Schmiede? Andere coole Typen hier, wo ich mal wegen meinem Kram gucken kann. Oh. Na gut. Ich könnte auch mal wegen Rüstung reparieren und so, ne? Genau. Der Schrein der Buße. Ich komme. Ich habe keinen Bock auf ein Ereignis jetzt. Seid gegrüßt.
Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert einen, als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, mein Freund. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Okay. Was könnt ihr mir noch über die Pilgerreise sagen? Nichts Gutes. Hab mehr als nur ein paar gute Soldaten daran verloren. Aber sie läutert einen für Inarius. Seltene Ehre für Außenstehende, wenn man das so nennen kann. Ihr begleitet mich nicht? Ja, nein. Ich bin noch lange nicht bereit. Selbst wenn ich den Weg überlebe, wer weiß, was am Ende geschieht. Aber ihr habt eine echte Chance. Glaubt ihr an die Prophezeiung der Kathedrale? Ich hatte meine Zweifel. Die Priester redeten ununterbrochen von Liliths Rückkehr. Doch nun ist sie hier, genau wie sie es gesagt hatten. Okay. Also, wo muss ich jetzt hin? Da muss ich hin. Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Okay. Plötzlich Nacht. Horcht auf, Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Ach so, ich muss dieses Ding da wegbringen. Knistern der Energie. Okay.
Okay, ich muss das mitnehmen hier. Okay, das war's. Das Stechen eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen. Denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Okay. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Muss kurz mal gucken. Altar der Erlösung. Ach, das ganze Ding hier hin und her tragen. ...5% Schaden über Zeit. Plus 8 Lebensgeneration. Plus 6,5 Schaden gegen Gegner in der Nähe. Aber meiner hat plus 8,3. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Der Vater. Bringt den Götzen der Gläubigen zum Altar des gesalbten Aufstiegs. Nebel.
Immerhin eine kleine Truhe. So, haben wir es geschafft? Das Ende naht, Pilger. Blickt in euch hinein. Noch nicht ganz. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Ich erinnere mich. Bringt den Götzen der Gläubigen zum Schrein der Buße. Oh, diesmal im Hellen. Lähmung nichts. Okay. Ich spiele eben gern Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete! Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ja. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Okay. Betretet das Alabasterkloster. Wie sieht es im Innern des Klosters aus? Weiß nicht genau. Aber ich habe verrückte Gerüchte gehört. Ihr alter Mönch, falls der Pechvogel überhaupt noch lebt. Da drin ist es sicher so kalt wie hier draußen. Aber prächtig wird es sein, das steht fest. Nur das Beste für den Hohlherrn. Okay. Dann auch ins Alabasterkloster. Ich gehe doch noch mal kurz nach Kiowaschat und komme gleich wieder.
Warte mal, was wollte ich denn überhaupt machen? Ach ja, das Entsockeln. Das mache ich doch mal als erstes. In Sockeli Dockeli. Das hier. So, dann hierhin alles packen. Dann zum Schmied. So, mal gucken, ob wir was aufwerten können. Unerwartet. Was denn? Ich weiß es nicht. Ach, hier haben wir ja noch gar nichts. Nicht schlecht. Okay, ich guck mal, ob ich den Schmuck aufwerten kann. Dunkle Tage stehen uns bevor. Ein guter Handel. Ich brauche ein Silber mehr. Ein Silbererz. Gut, dann gehen wir noch mal kurz zu dem Obolus-Typen. Vielleicht hat er was Cooles für uns. So, Zauberstab. Sehr schön. Könnte aber besser sein. Bis zum nächsten Mal. Also. 5% Schaden gegen betäubte Gegner. Chance von bis zu 2,2% verletzte Nicht-Elite-Gegner hinzurichten. Plus 4,5%.
Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlusteffekt leiden. Okay. Ich behalte mein Messer. King, wie geht es dir? Mir geht's doch gut. Wie geht es dir? Soweit gut. Es ist gut. So, ich gehe doch jetzt ins Dungeon rein hier. Alabasterkloster, ich komme. Er klimmt die Stufen der Halle des Aufstiegs. Wer bist du denn? Kniet vor ihm nieder und denk daran, dass ihr klein seid. Unendlich klein. Warum muss ich knien? Nein, nein. Es geht nicht ums Niederknien. Es geht um Wunder, Ehrfurcht. Das Licht selbst, die Göttlichkeit selbst strömt aus diesem Raum. Ja, ganz genau. Obwohl mein Fleisch kalt und taub ist, ist mein Geist warm vor Ehrfurcht. Was können wir tun, außer niederzuknien? Sollte Inarius nicht in Korvala sein? Das war er, bis die süße Poesie der Prophezeiung erklang. Um ihre Botschaft zu ergründen, pilgert er tief in das Herz Sanctuarios, auf dem Weg zu... Nun, das sollte ich nicht sagen. Okay. Auf dem Weg zu wem? Es schmerzt mich, die Wahrheit seines Lichts zurückzuhalten. Doch ich spüre es in euch, Pilger. Also verrate ich es euch. Er ist aufgebrochen, um mit Radma zu sprechen, dem ersten seiner Kinder, dem wahren Urheber der Prophezeiung. Mhm. Er tauchte, bewaffnet mit heiliger Überzeugung auf. Eine heilige Schlacht inmitten der Prophezeiung, die durch seine Klinge gewonnen werden sollte. Seitdem meditierte er hier über Jahre und bereitete sich darauf vor, sich offen seinem Schicksal zu stellen. Okay. Woher wisst ihr so viel über Inarius? Woher weiß man von der Wärme der Sonne, der Liebe seiner Mutter, der Schönheit eines Liedes? Seine Präsenz ist ansteckend. Sie kriecht in eure Seele. Ohne Glaube sind wir leer. Ein leerer Brunnen. Die Frommen füllen ihre Becher mit Gebeten. Meiner fließt von seinem Licht über. So nah, so rein. Ich bin verändert. Ich bin nichts. Ich bin besser. Ist das nicht wunderschön? Ja, tschüss. Unser Vater Inarius ebnete diesen Boden, öffnete diesen Himmel und erschuf Sanctuario aus dem Segen des Weltensteins. Okay. Er wurde aus dem Himmel verbannt, doch seine Rückkehr wurde vorausgesagt.
Unser Vater Inarius wird in den Himmel aufsteigen und auf seinen Schwingen werden wir erlöst werden. Durchschreitet das Portal des väterlichen Glanzes, um euch Inarius zu unterwerfen. Ich komme gleich. Gibt es hier noch irgendwas vielleicht? So eine kleine Truhe mit irgendwas Coolem. Ja. Natürlich nicht. Was passiert? Ja. Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Ich... Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie aufhalten. Die Audienz ist beendet. Ja, wie? Das war's. Sprecht mit Mutter Oberin Prava in Korvala. War ja nicht sehr ergiebig hier bei Inarius. Oh. Inarius wirkte nicht gerade gastfreundlich. Nein, nein, nein. Ihr habt ihn vernommen, aber nicht zugehört. Seine Stimme ist Musik, eine Symphonie des Lichts. Blickt hinter die bloßen Worte und ihr werdet Wahrheit finden. Ich glaube, du hast zu viel am Messwein geschnüffelt, mein Junge. So, sprich mit Mutter Oberin Prava. So, hier.
Wir laufen. Laufen wir weiter. Was haben wir denn da jetzt für Kram bekommen? Zauberstab plus 8 alle Werte. 4,5 Schaden gegen Gegner, die unter Kontrollverlust leiden. Und 7% gegen entfernte Gegner. Das ist doch was Schönes. Den behalten wir. Oh, ein Keller. Oder eine eingestürzte Höhle. Keine Chance. Hier von der Sidequest. Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Ja. Ah, ihr seid zurück. Kehren wir der Kälte den Rücken und sprechen drinnen. Okay. Du, du, du.
Inarius verweigerte mir seinen Segen. Doch steht er unversehrt vor mir. Ich kenne seine Wege. Das ist mir Zustimmung genug. Im Namen des Lichts segne ich euch. Möge das Licht euch durchströmen und euch vor Verderbnis und Sünde beschützen. Dankeschön. Unser Sieg wurde in den Himmeln prophezeit. Was sagt die Prophezeiung? Von der Stimme des Vaters zu mir. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Zuerst Lilith, dann die großen Übel. Er wird uns vom ewigen Konflikt befreien. Was wird aus Viggo? Viggo und ich hatten nach seiner Rückkehr ein gutes Gespräch. Er wird Buße leisten. Vertraut darauf, dass er sich in guten Händen befindet. Warum ist Inarius hier in Sanctuario? Buße. In den Augen des Himmels war die Erschaffung der Menschheit eine Sünde. Sie haben ihn gestürzt. Jetzt sucht er nach Erlösung und einer Möglichkeit heimzukehren. Wie es prophezeit wurde, stellt die Tötung Liliths diese Möglichkeit dar. Wenn er aufsteigt, tun wir das alle. Okay. Nimm. Ach, ich hab doch hier einen Fähigkeitenpunkt mehr. Ihr fügt Gegnern für jede Sekunde, die sie brennen, mehr Verbrennungsschaden zu. Wenn ihr 1,5 Sekunden lang stillsteht, kosten eure Pyromanie-Fähigkeiten 5% weniger. Das ist Akt 2. Wieso kann man eigentlich schon Akt 2 und Akt 3 sehen, wenn man noch nicht mal Akt 1 durch hat? Naja. Okay, also da geht's weiter. Hier gibt's noch eine Sidequest. Die hole ich mir mal kurz. Wie ergeht es der Priesterschaft? Ein Fremder. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Ein sterbender Ritter hat mich für seinen Beichtvater gehalten. Er sprach von frevlerischen Dingen. Er sagte, seine Rittertruppe hätte ein Geheimnis gefunden, das ewiges Leben verspricht. Einen roten Kelch. Der Bischof, der sie anführte, habe ihnen befohlen, tief daraus zu trinken. Er beichtete, dass sie jetzt an einem Ort lagern, den er die Blutrote Kapelle nannte. Der Kelch muss gefunden werden. Und ich muss gehen. Sucht mich im Lager des Bärenstamms auf, wenn ihr ihn habt. Mhm. Was könnt ihr mir über die Blutrote Kapelle erzählen? Nicht viel. Ich habe keine Aufzeichnungen darüber gefunden. Aber der Ritter sagte, sie wäre direkt vor der Nase des Vaters. Hinter einer Seitentür unter dem Alabasterkloster. Schon wieder in das Alabasterkloster. Was könnt ihr mir über den Roten Kelch erzählen? Der Ritter sagte, sie hätten den Roten Kelch in uralten Ruinen gefunden, tief unter der Erde. Er war mit Staub bedeckt und doch voll von frischem Blut. Danach wurde er verwirrt. Ich konnte nur wenige Wörter verstehen. Blutpredigt, Sünde. Der Mann war starr vor Angst. Mhm.
Warum müsst ihr gehen? Nicht so laut. Wissen ist hier ein gefährliches Gut. Jemand muss die Ritter auf diese Mission entsandt haben. Jemand wusste, wonach sie suchten. Und wenn dieser jemand wusste, dass ich vorhatte, den Kelch zu zerstören... Ja. Bessere Menschen sind für weniger gehängt worden. Doch die Barbaren des Bärenstamms scheren sich nicht um Kirchenpolitik. Für mich ist das jetzt die nächste sichere Zuflucht. Hm, hier ist ein Jäger-Dungeon, habe ich ja gar nicht gecheckt. Okay. Ach so, dann ist das wahrscheinlich in dem Dungeon. Okay, ich kümmere mich erstmal um die Ausrüstung. So, den Zauberstab will ich benutzen, aber den Stein aus dem Sockel nehme ich doch mit. Ich biete nur das Beste an, Scherben des Himmels. Okay, Ruhrsmaragd. So, nee, warte mal, ich muss ja zum... Nee, doch hier. Edelsteine, die das Licht einfangen. Seht sie euch an. Ach nee, hier war es, genau. Smaragd. Fehlt mir einer. So, zum Schmied. Stehen uns bevor. Ihr braucht eine gescheite Waffe. Ach so, genau, aufwerten. Überragendes Leder. Ja, genau, noch mal gucken, ob ich den Schmuck aufwerten kann. Mehr Silber.
Ach genau, Haltbarkeit, die Sachen reparieren. Das muss ich noch machen. So. Gehen wir zurück nach Korvala. Dunkel hier. So, das ist die Sidequest. So, aber ich denke, die werde ich später machen. Ich mache jetzt eine kleine Pause und ich danke doch jedem fürs Zusehen. Wer Lust hat, kann ja gern später nochmal reinschauen. Da bin ich auf jeden Fall wieder online. Und dann wünsche ich doch noch einen angenehmen Samstag. Tschüss.